Soweit sind wir jetzt fertig. Die Bühne steht hier. Die Treppe haben wir wieder daneben gerutscht, dass man nochmal normal gehen kann. Hallo, heute zeigen wir euch, wie man unseren Liftball 2, die Hebebühne für Rollstühle, richtig aufstellt. Hier sieht man, wie das Paket angeliefert wurde. Und das bringen wir jetzt erstmal dahin, wo es eingesetzt wird. Yeah. Wir haben jetzt alles aus dem Karton ausgepackt, hier zum Einbauort gebracht. Die Treppe wird jetzt hier einfach abgerückt, die steht nur hier. Dafür stellen wir dann die Hebebühne hier davor. Die Teile liegen jetzt hier, man stellt es auf, man schraubt die Rampe dran, dann schraubt man die Seitenbegrenzungen dran und dann ist man auch schon fast fertig. Da müssen wir nur noch einen Höhenanschlag einstellen und dann können wir schon die Probefahrt machen. Ansonsten ist es halt wichtig, dass man in Treppennähe eine Steckdose hat, so wie hier, das ist eigentlich ideal. Das Wichtigste ist beim Aufstellen, diese Transportsicherungen bleiben dran, bis er ungefähr da steht, wo er hin soll. Weil wenn man sonst hochhebt, hebt sich die ganze Schere mit hoch. Also wir haben jetzt die Hebebühne erstmal soweit aufgestellt, ohne die Seiten dran gebaut zu haben. Wir haben die Rampe eingebaut, dann haben wir den Stecker hier hinten dran gesteckt. Hier oben den Stecker dran von der Fernbedienung. Der Notaus muss gedreht sein, dass er eingeschaltet ist. Und dann machen wir als erstes den Test, ob sie überhaupt fährt. Wie man sieht, hoch, dann einmal runter, dann gucken wir auf die Rampe hinten, dass die sich auch bewegt. Und wenn das soweit passt, dann können wir jetzt die Seiten dran schrauben, rechts und links. Soweit sind wir jetzt fertig. Die Bühne steht hier. Die Treppe haben wir wieder daneben gerutscht, dass man nochmal normal gehen kann. Jetzt machen wir mal die erste Probefahrt und gucken mal, wie sie so läuft. Wenn man unten ist, steht die Rampe unten. Da kann man dann drauf fahren. Macht man da drauf die Bremsen fest. Dann kann man die Fernbedienung in die Hand nehmen und drückt nach oben und hält es gedrückt, bis man oben ist. Jetzt fährt die Rampe hoch, dass man nicht mehr rückwärts rausrollen kann. Wenn die oben ist, geht die Fahrt dann los. Das war es mit dem Einbau von der Hebebühne Liftball 2. Wir verlinken euch hier oben nochmal das Video von dem Liftball im Detail und lasst uns gerne ein Like da oder ein Follow.